Hey, was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush für die Vegetinern, zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Tears of the Kingdom. Es wird nun Zeit für unsere Revanche gegen diesen Festungs-Ivarok. Der hat uns beim letzten Mal ganz schön fertig gemacht. Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, zuerst hochzuklettern, aber es gibt eine Möglichkeit, an seinen Spitz zu klangen und seinen Schwachpunkt zu bearbeiten, aber ihr werdet es dann gleich sehen. Es war wieder ein Denkfehler von mir, aber es war auch so beim letzten Spiel. Ich vergesse manchmal, dass ich auch bestimmte Fertigkeiten habe, die es mir ermöglichen, die mir das Kämpfen eigentlich erleichtern sollten. Oh oh. Yes! So. Und zwar hier, indem ich da den Wandsprung mache. Und schon bin ich oben. Hello. Nix, da Satz mit X. Aber nix, what the hey. Aber da hat er mich mit runtergestoßen hier. Danke für die Pfeile. Na warte. So. Oh shit! Hat er mich auch noch erwischt hier. Soll ich es damit probieren? Nee. Ich mache einfach mal bessere Abwehr hier. So. Komm! Hoch! Ah! Komm schon, jetzt aber. No. Der wirst mich nicht doch mal hier runterstupsen. Oh! Oder er macht das. Ah, shit. Habt ihr auch den Bockblind da runtergestoßen? Au, oh, shit. Nee. Sind beide noch oben hier. Na, warte. Der schlägt ein bisschen zu schnell zu. Gib die Röstöpfel hier. So. Jetzt aber. Lass mir das nicht bieten hier. Oh shit. Oh. Na komm. Oder ich könnte auch hier mal hochklettern hier. Und dort. Von dort aus nach oben gelangen. Na! So, jetzt mal runter mit euch, Spackos. So, jetzt ist nur noch er übrig. Na komm, schnell zu seinem Schwachpunkt. Und runter! Verdammt! Gib mir die Sachen. So, jetzt greift er selber auch in der Ferne an mit seinen verdammten Armen. Au! Oh! Jetzt reicht's. Verdammt, jetzt hab ich mich verdrückt. Okay, jetzt passt. Okay, ich bräuchte aber eine andere Waffe dafür. Hier. Die schwarze Bockblindlanze. Macht deutlich mehr Damage. Aber das ist trotzdem schneller, mich dabei runterzustoßen. Ha! Okay, jetzt aber. Jetzt gibt er mal kurz Ruhe. Oh, ein Opal. Komm schon, aktivier's. Oh, shit. Eieiei. Verdammt. Oh shit! Na komm, triff doch! Oh! Ach! Das ist wieder echt nicht gut. Jetzt reicht's, dann hat extra Herzen. Ist halt blöd, dass jetzt meine beste Medizin dabei drauf geht. Draufgehen muss hier. Hoch!
Na komm! So, jetzt lässt er einen Bernstein fallen. Und das wär's. Das sah jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Aber das wär's. Wir haben es endlich geschafft. War schwieriger als erwartet. So, gib das Zeug her. Und jetzt schauen wir mal, was er hier Feines hinterlassen hat. Vielleicht auch einen Diamanten. Das wäre cool. Aber ich sehe lauter Bernsteine hier. Ein Nopal auch dazwischen. Oh, und ein... Blick gerade. Ich habe eine Soldatenlanze. Die könnte ich doch damit ausrüsten, ne? Den großen Bomberang werde ich noch für was anderes aufheben. Oh yeah, baby. Plus 13. Nice. Tja. Gut, so viel dazu, würde ich sagen. Jetzt rüste ich mich wieder damit aus. So, was es jetzt auch zu tun gilt. Da drüben ist ja also schon ein Turm, ne? Stimmt, da haben wir schon die erste Drachenträne gehabt. So, ja. Wir wollten ja zu diesen Schreinen hier auch noch. Und zu dem da drüben. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal zu dem außerhalb von unserer Landkarte. Aber wo ist denn hier unser Pferd? Damit könnten wir schneller hingelangen. Ach, zu dumm. Wo ist es jetzt hin? Ist noch nicht mal auf der Karte drauf, wo ist unser Pferd hin? Ach, hier, da ganz unten. Na gut, da wären wir ohnehin etwas näher dran. Gehen wir also von hier aus zu diesem einen Schrein weiter und nutzen dabei auch unser Pferd. Ah. Es war nicht einfach, aber puh. Hat sich auf jeden Fall wieder halbwegs gelohnt. So, wo ist unser Pferd? Komm her, Butch! Hat er uns gehört? Gibt er kein Anzeichen dafür, ob er uns gehört hat oder nicht? Ach, was zum... Was macht der denn hier? Da greift jemand an! Oh, nutzt... Was nutzt er denn hierbei? Da geht er gleich zu mir über. Prinzips, etwas wie eine Schatzjährige, als brauchst du dem schwachen Monster nicht helfen. Ob es natürlich ein gutes Gefühl ist, in Hafen der Land zu sein. Hier, für dich, zum Dank für deine Hilfe. Oh, dankeschön. Zum Loch um die Welt und suche nach Randas Schatz. Der Wind hat mir geflüstert, einen Teil davon seine Höhle hier in der Gegend versteckt. Ja, ich hab bereits den Schatz. Hm? Oh, da hat sie einen ganz schön langen Text gehabt. Was hat der denn da? Einfach einen Stock da. Okay. Butch, jetzt mal ernsthaft, wo bist du? Ah, jetzt hat er mich gehört. Jetzt kommt er her. Du, 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 du. Da bist du ja. Braves Pferd. Au, ruck. Na, hey, wir rennen ja nicht davon. Wollte noch... Oh. Da wollte ich es so stylisch machen und wollte, während er unterwegs ist, direkt auf ihn aufspringen. Na schön. Butch, hü-hot. Auf zu diesem Schrein hier. Das heißt, wir müssen dabei umdrehen. Ja, hier lang. Hü-hot. Was ist denn das? Oh,
Bienenstock. Oh, ihr kommt jetzt doch. Die kommen zu mir! What the hell? Ich hab das extra aus der Ferne angegriffen, dass die Bienen sich vielleicht verzupfen, aber nein, die wussten, dass ich es war. Oh, und da haben wir unseren ersten Ausdauer Honig von diesem Spiel. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft, wenn man ihn zur Verheerung von Gerichten verwendet. Verleiht die ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Genau. Oh, ein Wildschwein, aber... Na gut, lass mal das Wildschwein. Wildschwein sein, was ist denn... Warte, was ist denn das da oben? Hey, hey, hey! Sammelt das doch. Wofür ist denn... Also da braucht... shit. Ah, shit. Den erreiche ich nicht mehr. Dieses Schleichwämpchen möchte ich noch erwischen. So. Aber diese leuchtende Blume hat doch was zu bedeuten. Ich werde herausfinden, was es ist. Da. Stopp, ich merke noch die Äpfel hier. Oh Mann. Ist auch schon fast down. Müsste ich doch irgendwas da reinlegen, ne? Ist das verlangt? Aber was sollte ich denn am besten reintun? Und ist das der... Hier ist ein anderer Schrein. Der Richtung Robello, also der in der Nähe von Robello ist. Zu dem wir eh dann noch hin müssen. Was ist denn hier? Diese Blume ist aber schon... Das hat doch irgendwas mit einer Croc-Quest zu tun, aber ich kann jetzt gerade nicht herausfinden, was ich da machen soll. Nee. Hat auch nichts mit Zeitumkehr zu tun. Ach, halt man sich damit zu lange auf. Lass mal das mal. Oh. Oha. Schon wieder wird da jemand belästigt. Dieses Mal von einer Karawane. Runter mit dir. Ist wieder dieselbe Dame, die gerade belästigt wird, ne? Okay. So, haben die irgendwelche Waffen hinterlassen? Ich bräuchte da... Ja, der hat nur Bogen, ne? Ja. Die haben alle nur Bögen hier. Wieder dieselbe, ne? Nein, das ist eine andere. Oder? Was? Ich krieg nochmal dasselbe. Okay, das ist... Nein, das ist doch dieselbe, ne? Aber die wird ja echt oft belästigt von Monstern, ne? Ach, na gut. Lassen wir uns jetzt von nichts mit da ablenken. Gehen wir jetzt endlich zum Schrein. Bevor der Part noch mit zu viel Filler zu lang wird. Aber mal ernsthaft, was hat diese... Diese Blume hat doch sicher was mit der Croc-Quest zu tun, aber ich bin mir gerade nicht im Klaren, was ich jetzt
was jetzt dafür verlangt ist. Ich möchte jetzt mal gerne da oben bleiben und sehen, ob ich da irgendwas für reintun könnte. So, erwischt. What the? Hat er nur eine Eichel hinterlassen und kein Wildfleisch? Okay. Ach. Lass das. Na gut. Butch. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Juhot. Auf zum Schrein. Ja, wir sind in... befinden uns gerade in der richtigen Richtung dafür. Wie, keine Ahnung. Warte mal, warte. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich weiß, was man da machen müsste. Ja. Ne. Leg's ab. Nein. Ja, das müsste es sein. Es sind ja... Das ist ein Löwenzahn. Und dementsprechend... Ja. Moment. Hä? Okay, ich habe das in Bewegung gesetzt, aber was mache ich nun damit? Muss ich es irgendwie auffangen, während es gerade unterwegs ist? Ich habe auf Untersuchung gedrückt, aber es tut sich nichts. Ach, dieses blöde Loch. Da kann man sich ja gar nicht richtig halten hier. Ach. Ja, ich weiß, ich komme ja gleich. So, da muss ich einen Krog befinden. Ach komm. Kann doch nicht sehen, wo das jetzt runterfällt. Jetzt. Okay. Jetzt habe ich's. Na also. Oh, schwere Geburt hier. Jetzt habe ich aber schon über 20. Wann werde ich denn endlich mal auf unseren... Wie ist er nochmal? Ihr wisst schon, unseren... Rassel... Dassel... Samba-Tänzer. Der unser Waffeninventar hier erstmal für Krogsam upgradet. Moment, ist da... Ist da wieder ein Gold... Ach, herrje! Wie viele Bäume tragen eigentlich noch diese Goldäpfel? Holy shit! Das war klar. Ach. So, jetzt aber auf zum Schrein. Ohne Wenn und Aber. Es war, komme, was da wolle. Nehme ich mir vor noch etwas Geflügel mit. Ja, man muss sich nicht an sie anschleichen, wenn man ein Pferd hat. Oh Mann, da kommen noch mehr Felsen da vom Himmel. Aber ich meine, meine Zeitumkehr reicht nicht, um sie zum Ursprung wieder zurück zu verfolgen. Frag mich echt, wie ich da hinkomme. Vielleicht kann man die Zeitumkehr noch genug upgraden, sodass man dann genug Zeit hat, dass man dann zum Ursprung wieder hingelangt. Oh!
Butch. Ganz ruhig. Hm, das Wasser. Warte mal, war da nicht diese... Nein, das ist ein ganz anderer Fluss, ne? So, wo hab ich denn... Wo ist denn jetzt hier der Schrein? Da hinten. Ich schätze mal, ich muss das hier umgehen. Den Fluss umkreisen. Oh, und vorher noch hier die Sonnenflecken einsammeln. Ah, schade. Ich glaube, das Monsterlager hatten wir auch schon mal. Ignorieren wir das mal gezielt hier. Und rennen weiter. Da ist noch ein... Das ist diesmal ein Moblin-Lager. Hm. Machen wir das, wenn wir erstmal den Schrein haben. Ja. Ihr könnt mich hier gezielt ignorieren. Oh Mann. Muss ich dafür über den Fluss? Oder ist das Wasser hier seicht? Nein. Hier beginnt schon tiefer zu werden. Da gibt es noch eine Axt dafür. Ich glaube, hier muss man einen Floß bauen, um darüber zu kommen. Obwohl. Da sehe ich jetzt keinen wirklichen Grund dafür. Weil so weit ist es ja nicht bis zum anderen Ufer. Naja, aber unterschätzen will ich das jetzt hier auch nicht. Der Hafen ist mir aber schon neu, hä? Hm. Wo ist jetzt hier der Schrein? Da ganz hinten immer noch. Ich hab das Gefühl, zu Fuß wird das ein bisschen zu lang dauern. Butch, komm hierher! Komm schnell, mein Junge. Brav, brav. Nimm mich mit. Au, Rock. Full Speed. Naja. War jedenfalls ein Versuch. So, jetzt sind wir gleich da. Da hinten ist der Schrein. Hm. Da oben. Also muss ich doch auf die andere Seite vom Fluss. Macht, dass ihr euch verpisst. Hm, ja, da muss ich auf die andere Seite kommen. Ich glaube nicht, dass mein Ausdauer reicht, um darüber zu gleiten, ne? Aber ich meine, hier wäre ich am nächsten am Land, am anderen Ende dran. Ich probiere es mal. Hm. Nee. Macht nicht wirklich einen Unterschied aus. So viele Fische hier. Hm. Oh mein Gott. Oh, sie werden fortgetrieben. Shit. Schnell einsammeln. Heilige Scheiße. Und hier haben wir einen Ausdauerbarsch. Ein Hyrule-Barsch, der ein sehr langes Leben hinter sich hat. Als Kochzutat fällt dein Ausdauer vollständig auf. Oh, shit. Ja, da wir gerade vom Ausdauer reden. Ah, ich habe zum Glück noch Ausdauermedizin bei mir. So, jetzt hier. Hyrule-Barsch. Kommt her. Oh ja, so kann man auch effizient angeln. An sich. Oh Mann, aber das kostet mich meine ganze Ausdauermedizin hier. Nur die Fische alleine zu sammeln. Oi, 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 oi. Komm jetzt. Gib mir noch. Oh. Schnell an Land. Puh. Das war knapp. Ja, da habe ich sie alle. Na, das war doch allerdings an sich wirklich sehr erfolgreich. Kann man nicht anders sagen. Hm. Ich werde versuchen.
sollte versuchen, es mal die halbe Strecke mal rüber zu gleiten. Könntest du bitte da hochklettern, Link? Wäre sehr freundlich von dir. Es ist nicht rutschig, es regnet nicht. Also, hast das schon. Na, hoch da. Auch wenn du nass bist. Nein, nicht ins Wasser. Darüber. Oh. Hab ich die Ente hier erschreckt. So, geh hoch da. So, hier sind wir. Oh nee, da ist noch so ein Lager davor. Was ist das hier? Ein Schild? Ein Wegweiser, hä? Huh? Was sagt der? Der sagt gar nichts aus. Egal, ich möchte jetzt mal... Der ist da. Direkt hinter den Lager, ne? Oh, das sind Dixalfosse. Ey, lass mich bloß in Ruhe, Ziege. Die werden jetzt auf mich zugestimmt kommen. Oh, shit. Ich habe jetzt keine Zeit für euch, okay? Ich bin direkt... Oh, shit, jetzt werden die mich laufend bespucken und all der ganze Scheiß. Nein! Bleib oben auf dem Baum, bitte. Au! Gib mal Ruhe, Spackos. Oh, shit. Ein schwarzer Moblin. Und das ist ein Brunnen. Ja, aber keine Zeit dafür, keine Zeit dafür. Ich will den Schrein, ich will den Schrein, ich will den Schrein, ich will den Schrein, ich will den Schrein. No, lasst mich in Ruhe. Der Zuckerschrein. Okay. Dann nix hier rein da. Und tschüsschen in Nulpen. Okay. Aber der Part ist schon recht lang. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, den Schrein hier zu bestreiten. Was ist hier überhaupt die Aufgabe? Vorwärtsdrang. Vorwärtsdrang, hä? Ich vermute mal, dass die entgegengesetzte Richtung von der Zeitumkehr, ne? Schauen wir mal rein. Ah ja. Oh, shit, Lava. Ich meine, ich könnte darüber gleiten. Das müsste sich ausgehen, aber ich weiß ja nicht, ob das so gewollt ist. Oh. Also wir nutzen hier eine Karre, die uns hier zur Verfügung gestellt wird. Um darüber zu gelangen. Oh. Boah. Das sah schon so aus, als würde das nicht klappen, aber es hat geklappt. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite, aber haben wir... Ah, das passt. Oh, da ist noch ein Rad. Wofür wird das jetzt hier benötigt? Ganz klarer Fall. Damit müssen wir das hier in Bewegung versetzen. Dazu verbinden wir das Rad. Und dann, wenn wir es in Bewegung bringen, dann müsste es sich nach oben bewegen hier. Kamera, was soll das denn jetzt? Naja, der Ansatz ist schon mal gut, aber hier die Umsetzung ist noch nicht ganz von Erfolg gekrönt. Yeah.
So. Jetzt habe ich die Kugel nach oben bringen können. So, und die kommt dann hier rüber und wird jeweils auf eins der Boote hier platziert und rübergebracht. Während ich mit den anderen... Da drüben ist das erste Loch, ne? Funktioniert das so eigentlich? Anscheinend nicht. Och Moment, dafür sind die ganzen Bretter da als ob. Oh nein. Wir können es ja mal probieren, ob das klappt. Nein! Oh! beruhig dich mal wieder! Ja, so funktioniert es doch besser. Ja, das war auch wirklich blöd von mir gemacht. Aber am Ende funktioniert das jetzt besser. Jetzt komme ich damit ohne Probleme drüber. Typische schwere Geburt von mir. Leider Gottes braucht es wirklich ganz schön lang, bis dass man das alles zusammenbinden kann. Okay, jetzt ist Schluss. Meine Fresse. So, das brauchen wir bestimmt, damit wir die... Damit wir damit den Schalter drücken können. Ne? So. Ja, rauf könnten wir auch noch, aber ich wüsste nicht, was das für einen Sinn hat. Wahrscheinlich nur, um dann wieder rüber zu gelangen. Okay, es war... War die Kugel überhaupt notwendig oder wäre es auch mit... unsererseits gegangen. Ich vermute mal nur mit der Kugel selbst. So, mach mal da auf hier. So, ist das hier der Schatz? Nein, das ist schon das Ende, aber ich möchte noch den Schatz haben. Wie komme ich da nur hin? Wird die Kugel auch benötigt dafür? Bleibt das jetzt offen? Das bleibt offen, nice. Dann schreiben wir doch angezeigt, ob wir in... ...ist noch eine Truhe fehlt oder nicht, ne? So, aber wo ist denn hier noch eine Stelle, wo ich den Schatz kriegen könnte? Ah, da unten versteckt sich die Truhe. Ja, war ja klar. Dafür habe ich auch dieses Brett benötigt. Dann gib mal her. Ein starkes Sonium-Schwert. Aus so... Sonanium-Schwert. Aus Sonanium gefertigtes robustes Schwert der Sona. Bei der Synthese mit Sonobauten oder Materialien erhöht sich die Angriffskraft mehr als üblich. Tja, dann tue ich das dafür weg. Dann brauche ich noch ein Sonoma-Material.
Ja, das Elektrokonstruktor möchte ich jetzt nicht dafür hernehmen. Immer so das Kriegerkonstruktoren dafür. Oh ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Na gut, dann gucke ich mal, dass ich jetzt ins Ziel komme und dann, ja, dann wird das jetzt auch endlich mal wieder abgeschlossen. Wird auch Zeit. So, das wäre geschafft. Ach, was soll's. Ja, mein Stoppuhr ist leider ein bisschen schief gewesen. Na gut. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Na gut. Hat man es jetzt auch hinter uns. Warte mal, heißt das, dass da noch ein Schrein, also noch eine Truhe ist? Ich hoffe mal nicht.